Ich glaube, dieser Effekt hier unten mit diesem Licht hier unten, das ist, glaube ich, nicht so gewollt. Ich glaube, das ist ein bisschen arg übertrieben. Oh, diese Stimme, ne? Das ist echt nervig. Was haben wir da? Ein Projektor, den wir nichts mit dem Mix machen können. Was ist das? Ha! Sieht aus wie ein Schaltplan. Irgendeine Platine. Schaut zumindest so aus. Da ist wieder eine Akte. Was haben wir da? So, Forschung und Aufzeichnungen. Technologische Einschränkungen. Untersuchung paranatürlicher Themen. Technische Einschränkung des ältesten Hauses. Zusammenfassung. Durch das älteste Haus ist unsere Behörde bestimmten Einschränkungen unterworfen, aber die bei weitem größte ist die Unfähigkeit, bestimmte technologische Instrumente zu benutzen. Das älteste Haus erlaubt es nicht, jegliches Signal zu empfangen oder zu senden. Funkwellen sind die einzigen übertragbaren Signale im ältesten Haus und selbst diese sind häufig unzuverlässig. Wenn man die Macht des kollektiven Unbewussten berücksichtigt, könnte es sein, dass bestimmte Technologien in der kulturellen zu neu sind für das älteste Haus, so dass es sie nicht kann. Gleichermaßen ist nicht bekannt, dass diese Gegenstände zu Gefäßen für gewandelte Eigenschaften werden. Technologie entwickelt sich vielleicht zu schnell, sodass die nicht auftreten können. Moderne Technologie hat die Neigung, hier zu verschwinden und kaputt zu gehen. Manchmal recht rabiat. Agenten sind durch Handys, die in ihren Taschen explodierten, verletzt worden, als sie das älteste Haus betraten. Ach, drum sind die ganzen Technologien verboten. Und drum wahrscheinlich auch Ketchup, weil auch Ketchup zu neu ist. Könnte ich mir vorstellen. Oder das Haus ist allergisch gegen Ketchup. Man weiß es nicht. Vielleicht finden wir es raus. Wenn ich in den Endkampf. Ah, da war gerade so ein komischer Effekt, aber es ist hier unten mit dem Kontrollpunkt. Wenn ich irgendwelche Gegner habe, die ich dann am Ende mit Ketchup besiegen muss, dann lache ich. Director's Office. Von da hinten kommen wir, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, weil sich alles ja verändert hat. Kann ich was machen? Oh. Feral Bureau of Control. Was für ein toller Bildschirm. Da ist wieder eine Box. Waffenmodifikation. Ach hier. So, Stufe 1. Griff ist zuverlässig und semiautomatisch, was es auf kurze und lange Distanz tödlich macht. Schmetterrückstoßeffizienz. Achso, jetzt hier anlegen. Hä? Habe ich jetzt angelegt? Nee. Exklusive Schmetterer. Ach so, wir haben die Waffe noch nicht. Die Waffenmodifikation ist nicht kompatibel. Okay. Gut. Da ist diese komische Q. Released Articles. Massa, Leol, Anilin, Sebastian, Jenna. Can be taken for reuse. Okay. Ja, okay. Achso. Da komme ich nicht durch. Das ist eine Glastür, die ich auch nicht kaputt machen kann, lustigerweise. Weil, warum auch? Ist hier oben jetzt eigentlich noch irgendwo was? Hier ist das komische Radio. Okay, und irgendwie müssen wir die hier dann noch heilen, weil die irgendwie kontrolliert werden. So. Säubere den vom Zischen befallenen Agenten. Geschäftsleitung. Okay. Sobald ich jetzt hier bin, geht's jetzt wieder los. Schelte. Schauen wir, was hier drin ist. Hauserinnerung. Okay. Die sind auch noch irgendwie gefangen hier oben. So. Schauen wir
Schriftverkehr. Marshall, AWE-Untersuchungen. Nur für Marshall bestimmt. Geheim, Marshall. Wir haben uns den AWE in Dulos angesehen. Da war nichts. Wie das Feuer im Haus davor. Und der kaputte Wäschetrockner davor. Mein Team hat diese Blindgänger langsam echt satt. Wir müssen eine bessere Methode finden, echte AWE von falschen zu unterscheiden. Wie dem auch sei, wir sind auf dem Weg zur Sherman Ranch, die als nächstes auf der Liste steht. Hoffen wir mal, dass es da etwas lebhafter ist. Hochachtungsvoll, Spezialagent Keenum. Okay, haben wir das. Sonst ist hier nix. So, mal Karte. Geschäftsleitung, Direktionsbüro, zentrale Geschäftsleitung, Sitzungszimmer. Okay. Oh, da ist noch eine Akte. Don't let me mold. Hitch a ride. Abendessenreservierung. Federal Bureau of Control. Reservierung zum Abendessen um 19 Uhr bei Chess Ambre. Ehefrau trifft sie dort. Kommen Sie nicht zu spät. Blumen liegen für Sie an der Rezeption in der Lobby bereit. Nicht vergessen, sie wird 46. Sehr gut. Wenn man eine Sekretärin hat, die einem sowas macht, oder ein Sekretär, hat das durchaus Vorteile. Viel besser. So. Ach, da liegen noch Dinge rum. Da liegen noch Lebenskugeln rum. Also die verschwinden offenbar nicht, sondern die bleiben. Was haben wir da? Was ist das denn? Erinnerung. Wenn Sie eine unvorhergesehene Raumverschiebung erleben, befolgen Sie diese einfachen Schritte. 1. Durchsuchen Sie den Raum nach gewandelten Objekten oder Objekten der Macht. 2. Tragen Sie dieses Objekt in den nächsten sicheren Raum. 3. Warten Sie, bis die Mitarbeiter der Behörde Sie und das Objekt finden. Wenn sich keine derartigen Objekte in der Nähe befinden, dann erreichen Sie Ihren Vorgesetzten über die nächstgelegene Gegensprechanlage und warten auf weitere Anweisungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay. Gut. So, immer diese Bilder von mir an der Wand. Ah, den Tisch kann man doch kaputt machen. Okay. So, das ist ganz schlimm, wenn solchen Spielen mich was kaputt machen kann. Bin ich mal ganz vorne mit dabei. So, mal auf die Handtoilette. So. So sieht es auch immer aus, wenn ich auf der Toilette war. Einfach den ganzen Druck ablassen. So. Mann, sind hier viele Akten. Schriftverkehr. So. Die macht ihr ganzes Unternehmen kaputt. Klar. So, Schriftverkehr. Protokoll des Meetings der Geschäftsleitung. Agendapunkte für nächstes Meeting der Geschäftsleitung. Steigende Kosten der AWE-Einsätze. Neue Informationen über Fungus-Ausrottungsversuche. Bevorstehende jährliche Gehaltsüberprüfung. Prüfen und finden eines neuen Kaffeefilterlieferanten. Bitte kommen Sie vorbereitet. Vielen Dank für Ihre Zeit. So, und das Multimedia hier, das haben wir ja schon. So, das haben wir uns ja schon angehört. Ach cool, ich kann das Glas doch kaputt machen. Das wusste ich nicht. Okay. So. Sehe ich eigentlich jetzt nur aus Spaß? Ja, man sieht den Schaden hinten dran. Das ist so geil! Ich vergesse mal, dass es hier so schöne Raytracing-Effekte gibt. So, was ist hier? Damentoilette. Gut. Habe ich hier eigentlich irgendwo... Ne, ich habe keinen Punkt, wo ich... Ups. Achso, ich muss einfach nach oben drücken nochmal. Ah ja, außer die Dinger, wo so Gitter dahinter sind. Die kann ich nicht kaputt machen. So, hier ist wieder das Ding jetzt vom Director. Jetzt, ich habe die Zugangskontrolle hier offensichtlich noch nicht. Okay, die Leiche vom Director ist weg. Interessant. Und das Büro ist wieder tutti completti. Schön. Das hat sich ja gelohnt.
Ich wollte einen Drink nehmen, wollte wissen, was da steht. Schön. Also offensichtlich repariert sich das Gebäude dann wieder. Nach einer gewissen Zeit, wenn wir zu viel kaputt machen. Wo muss ich jetzt hin? Klar, also ganz ehrlich, ne? Das Spiel punktet mit der Physik von Nvidia, Physics. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob so ein Wägelchen hier, wenn ich da so dagegen donnere, dass der so weit fliegt. Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, das ist keine repräsentative Nutzung von Nvidia FX. Oder Nvidia Physics. Physics heißt es, glaube ich. Jammer nicht immer so rum. Ich jammer nicht. Ich möchte nur mein Erstaunen zum Ausdruck bringen. Okay, Clearance Level 1. Also wir sind die Direktorin und kommen nirgendwo rein. Ich finde das gut. Director's Office. Clearance Level 4. Was haben wir da? Ach, da hinten ist noch. Ach, da ist eine Kiste. So, was? Hauserinnerung. Das ist halt Nvidia-Glump. Besser können die es halt nicht. Ich bin mir da nicht so sicher, dass das ein Nvidia-Problem ist. Naja, so, hier ist sonst nichts. Okay, wir haben den ganzen Raum hier, wo bloß die Kiste drin ist. Okay. Clearance Level 4. Ah. Central Executive. Okay. War die Tür da vorhin schon da? Ich glaube, die war zu und jetzt ist sie offen. Kann das sein? Boardroom. Also. Wir müssen den einen Agenten vom Zischen befreien. Das Problem ist, ich müsste diesen Agenten erstmal finden. Vielleicht geht's hier weiter. Oder auch nicht. Okay. Keine Ahnung. Oder ist das der Trench auf dem Foto? Hier ist auf jeden Fall ganz viel nix. Muss ich denn jetzt hin? Ich dachte eigentlich, hier oben war ich überall, aber offensichtlich nicht. Boardroom. Schauen wir hier. Ach nee, Boardroom waren wir auch schon mal. Zentrale Geschäftsleitung. Da komme ich nicht durch. Ja, okay. Das habe ich nicht gesehen. Komm schon! Was? Hat nicht geklappt. Das Zischen sitzt zu tief. Es ihnen herauszureißen, zerstört sie. Schön. Was? Jesse, hier drüben. Wir brauchen einen Plan, Jesse. Ach, sag bloß. Ich würde erst mal wissen, was ihr überhaupt ab... Wo ist die denn? Ach, da oben. Ich kann sie nicht heilen. Ja, aber es war den Versuch wert. Danke, Direktorin. Jesse. Ich glaube, die Synchro ist echt bescheuert. Ich sage ihr, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Also, vor 17 Jahren war die Behörde in einen Vorfall in meiner Heimatstadt Ordinary verwickelt. Sie kam und vertuschte dann alles. Ich suche diesen Ort hier bereits seit sehr langer Zeit. Das reicht. Vielleicht war es schon zu viel.
Ich kann ihr noch nicht von Dylan und dem Rest erzählen. Ich habe von einem gewandelten Weltereignis gelesen, das mit Ordinary zu tun hatte. Du warst als Kind am Ground Zero? Das war eines der ganz Großen. Und vor meiner Zeit. Und streng geheim. Ich kann versuchen, alte Akten zu finden. Mein Boss Caspar Darling würde es wissen. Aber er ist verschwunden. Er wusste oder ahnte wohl, was passieren würde. Er brachte uns die HRV, Hadron-Resonanzverstärker. Ich denke, die haben einige von uns gerettet. Direktor Trench weiß natürlich auch alles. Trench, der Geist oder was er auch ist. Er erwähnte eine Hotline. Sagte, ich soll ihn finden. Das ist ein weiteres Objekt der Macht wie die Waffe. Ein altes Bakelit-Telefon. Eine direkte Verbindung zwischen dem Direktor und dem Rat. Vielleicht kann er dadurch deutlicher mit dir reden. Trench hat viele Jahre Erfahrung. Er könnte wissen, wie man das Zischen zerstören kann. Wo ist die Hotline? Sie ist in der Kommunikationsabteilung hinter dem Postraum. Das ist Teil dieses Sektors. Deshalb ist es trotz Quarantäne für uns zugänglich. Wir öffnen die Tür für dich. Okay. Ach, Schillett. Das ist mein nächstes Ziel. Das ist Tomasis Abteilung. Er ist der Leiter der Kommunikation. Ich denke, er hatte keinen HRV. Er machte deutlich, dass er keinen tragen wollte. Pass auf dich auf. Okay, also wird er offensichtlich dann eine Art Endgegner oder irgendwas. Man nennt mich die Direktorin. Mhm. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ für sowas. Bin kein Anführer. Warum bin ich hier? Ich glaube, das weißt du schon. Ja, wegen meines Bruders. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich sagte, ich suche Antworten, aber ich werde sie vielleicht nie verstehen. Ich suche keine Beweise. Das hier ist bereits mehr als genug. Egal, was sie mir all die Jahre erzählt haben, ich weiß jetzt, dass es wahr ist. Es war keine Einbildung. Ich will Teil dieser Welt sein. Doch was mir wirklich Angst macht, ist es endlich gefunden zu haben. Und zusehen zu müssen, wie das Zischen alles zerstört. Ein rotes Telefon. Operator? Hank, ich brauche einen Ausgang! Das ist nicht mal eine Weltscheibe. Schön! Ich weiß, das ist alles neu für dich, also frage, was immer du wissen willst. Es gibt keine dummen Fragen. Okay, die Tür zur Kommunikationsabteilung ist direkt vor dem Sitzungszimmer an der Lobby. Sie sollte mittlerweile offen sein. Folge den Schildern zum Postraum. Durch ihn kommst du zur Hotline-Isolationskammer. Viel Glück, Jesse. Komm zurück, wenn du die Hotline hast. Ich frage mich bloß... Danke, Emily. Warum ist sie im Isolationsraum? So, und danke, Cooper, für den Sub. Im Ernst, du wunderst dich beim roten Telefon, dass es keine Weltscheibe hat. Ja, ich habe mich gewundert, es ist ein Telefon mit einer Weltscheibe und da fehlt die Weltscheibe. Aber ja. Hallo. Die Hotline sollte in der Kommunikationsabteilung sein. Jo. Der Ursprung des Zischens. Okay, wie... okay. Wo kommt das Zischen her? Ich bin nicht sicher. Du meintest, das Zischen war hier, als du reingekommen bist? Hast du auch draußen sowas gesehen? Nein. Nein, nur drinnen. Dann kommt es von innen. Das älteste Haus ist ja so ein weitläufiger Komplex, der Durchgänge zu anderen Orten hat. Ich wüsste nicht, wo wir mit der Suche beginnen sollten. Aber andererseits sind das gute Neuigkeiten. Die Quarantäne hält. Wenn das Zischen aus dem Gebäude ausbricht, wäre dies das Ende. Die Welt da draußen mag ziemlich beschissen sein, aber das Zischen sollte sie trotzdem nicht zerstören. Da stimme ich dir zu, Emily. Aha, okay. Du hast gesagt, das älteste Haus. Was ist das? Dieses Gebäude, das Hauptquartier der Behörde, das älteste Haus, ist ein Ort, der sich ständig verschiebt. Du siehst ja, es überschreitet physikalische Grenzen. Ich war schon öfter in New York. Wie konnte ich es übersehen? Das ist eine Eigenschaft des Gebäudes. Das hier ist ein Ort der Macht.
Das älteste Haus mag keine Aufmerksamkeit. Man findet es nur, wenn man gezielt danach sucht. Was für uns perfekt ist. Was wir hier tun, ist äußerst wichtig, aber nicht sicher. Die Behörde mag kein Aufsehen, also brauchen wir starke Wände, damit nichts nach außen dringt. Ohne dich hätte ich also die Eingangstür niemals gefunden. Okay. Okay, Director Trench. Dieser Trench. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Ist er ein Geist? Verfolgt er mich? Vermutlich kein Geist im herkömmlichen Sinn. Ein Echo vielleicht. Wenn er durch die Amtswaffe getötet wurde, deine Waffe, sind es vielleicht seine letzten Gedanken, die von der Kugel aufgezeichnet wurden. Wie eine Weltraumsonde, die Daten sendet. Ach, das ist nur eine Hypothese von mir. Ich bräuchte die Waffe, um mehr zu erfahren. Aber unter den Umständen behältst du sie wohl besser? Ich denke, das werde ich. Ja. Okay. Kannst du mir sagen, was genau ein Objekt der Macht ist? Das ist alles, neu für mich. Keine Sorge, ich erkläre die Grundlagen. Objekte der Macht sind weltliche Gegenstände, denen paranatürliche Energien innewohnen und die eine Verbindung zur Astralebene haben, wodurch sie kontrolliert werden können. Das unterscheidet sie von gewandelten Objekten, die zwar paranatürliche Kräfte haben, doch unberechenbarer sind und nicht im para-utilitaristischen Sinne gebunden werden können. Verstanden? Nein. Kennen Sie das auswendig? Verstanden. Danke. Ich hab's nicht verstanden. Keine Ahnung. Hedron, Resonanzverstärker. Also verhindern HAV den Befall durch das Zischen? Scheint so. Bis vor ein paar Wochen, als Dr. Darling sie verteilt hat, hatte ich noch nie von einem HAV gehört. Ich habe meinen sofort analysiert. Er sendet eine starke Frequenz über kurze Distanz aus. Viel stärker als alles, was ich bisher gesehen habe. Kommt dir der Zeitpunkt nicht verdächtig vor? Doch, sicher. Dr. Darling enthüllt seine neuesten Entdeckungen normalerweise in aufwendigen Präsentationen. Die HRV hat er nur verteilt. Ich frage mich, was genau er wusste. Okay, danke, perfekt. Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Gib einfach Bescheid. Ich habe noch viel mehr Fragen, aber gut. So, mal eine Sache ganz kurz. Okay. Ihr könnt mal abstimmen, das könnt ihr auch mal auf YouTube in den Kommentaren machen, hier auf Twitch auch, ob ich die Audiosprache auf Englisch lasse und die Anzeigesprache auf Deutsch. Weil es ist doch ein bisschen strange, wenn du die deutsche Synchro hast und die Lippenbewegungen alles nicht passen. Könnt ihr euch ja mal entscheiden, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, ob ich das umstellen soll, dass wir die englische Synchro haben. Und deutsche Untertitel dafür. Betritt die Kommunikationsabteilung und um die Hotline zu finden. Ach so, jetzt check ich's im Übrigen. Man sieht hier oben übrigens das gelbe, den gelben Kasten, wo man hin muss. Ich habe das vorhin nicht gecheckt, das nämlich zentrale Geschäftsleitung war gelb. Ich habe das nicht gesehen vorhin. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da denn hin? Das ist das Büro vom Direktor. Komme ich von da hinten irgendwie hin? Nein, von da nicht. Von hier wenn dann, oder? Nee, hä, wie komme ich denn da hin? Oder haben die da unten jetzt die Tür aufgemacht? Das ist der Boardroom. Da passiert nicht so viel. Ah, hier. Ach ja, weil das hier sind auf dieser Dinge, hier sind alle Ebenen eingezeichnet. Okay, drum hat mich das verwirrt. So.
Da ist sie wieder, unsere Willkommensnachricht. So, Sammelobjekte. Halt, was haben wir hier? Porträt von Dr. Zachariah Trench. Sie wissen nicht, welche Opfer wir bringen müssen. Und das müssen sie auch nicht. Mission. Unbekannte Anrufer. Willkommen im Ältestenhaus. Ach, ist abgeschlossen. Okay. Ausrüstung. Lebensregeneration. Energieschub. Leben. Regeneration. Energie. Zum Freischalten aufwerten. So. Da kommen wir noch nicht rein. Sieht aus wie ein Feuerwehrmann oder irgendwas. Das ist die erste richtige Leiche, die wir hier finden gerade. Also abgesehen vom Director. Haben wir das? So, da ist eine Kiste. Nehmen wir wieder mit. Hauserinnerung. Was haben wir da? Schriftverkehr, Reisekosten. Reisekostenabrechnungen. Hervorragend. Zusammenfassung. Folgende Unterkünfte in Nevada besucht. Dessert, Sun Inn, Big Sky Motel, Starlight Motel, In-N-Out. In-N-Out Burger. Soll angeblich sehr lecker sein bei In-N-Out. Aztec Herd, Sleep Ebier Motel, Silver Spurs Ranch, Elgato Blanco Inn, A Plus Lodge. Ausgaben. Unterkunft $831, Mahlzeiten $714. Fast so viel für Mahlzeiten ausgegeben wie für die Unterkünfte. Interessant. Benzin €295, Minibar €313. Könnte eine Reisekostenabrechnung von Cooper sein. Ich frage mich, ob man ein Motel mit Namen Ocean View wohl von Land umgeben vorfindet. Aber man bezahlt mich wohl nicht fürs Denken. Wie? Und fürs Protokoll, ich bitte Sie erneut, uns das Budget für 2 Zimmer pro Nacht zu geben. Agent Rowley und ich sind es wirklich leid, jede Nacht im gleichen Zimmer zu schlafen. Wir sehen uns unterwegs. Agent L. Heinz. Die Jungs in der Forschung sagten, dass Rituale dabei helfen, Orte der Macht zu identifizieren. Es ist mein Ritual, diese kleinen Whiskyflaschen zu trinken. Ah. Okay, deshalb der hohe Mini-Bar-Preis. Schön, gut. Da sind ganz schön viele Leichen. Ach, die hatten alle ihre Resonatoren an. Ah, okay, das da hinten ist wieder ein. Also eine Pyramide hinten, glaube ich, wieder. So. Gut. Sieht aus wie die Kantine hier. Ja, ist die Kantine. Geil. Erstmal was essen. Sehr schön. Oh. Da ist eine Akte. Auf der Toilette. Hervorragend. Was haben wir hier noch? Zischbarriere. Dieses Feld von Resonanz des Zischens ist ein physisches Hindernis, das schwer zu definieren ist. Zischbarrieren scheinen eine Art zu sein, Mitarbeiter der Behörde an der Flucht oder am Zugang zu hindern. Es wurden 2 Methoden entdeckt, um sie zu senken. Erstens, Zerstören der vielfältigen konzentrierten Resonanzquellen, die sich in der Nähe finden. 2, Zerstören der Zischerwesen in dem Gebiet. Die Resonanzfelder scheinen für ihre Größe und Dichte die Unterstützung anderer, nicht verbundener Quellen der Resonanz des Zischens zu benötigen. Ohne die Möglichkeit, andere Quellen anzuzapfen, wird die Barriere fallen.
Kann eine inaktive Struktur aus Resonanz des Zwischens als bewusstes Wesen gesehen werden? Macht eine Unterscheidung einen Unterschied, was das Zwischen anbelangt? Was sagt uns die bloße Tatsache über das Zwischen, dass es Mauern baut, um unsere Bewegung einzuschränken? In welchem Ausmaße beobachtet es und plant es? Vollständige Berichte in Akte. Schriftverkehr. Hinweis: instabiles Gebiet. Achtung, bitte, aufgrund der jüngsten Fluktuationen im nächsten Kontrollpunkt wurde die Stabilität des Gebiets zu gelb heruntergestuft. Referenztabelle, grün stabil, gelb geringe Wahrscheinlichkeit von unerwarteten Gebäudeveränderungen, orange hohe Wahrscheinlichkeit von unerwarteten Gebäudeveränderungen, rot häufige unerwartete Gebäudeveränderungen. Okay.